ist allerdings noch etwas gefunden worden, das den Toten vielleicht identifizieren könnte. Du hast mehrfach versucht, mich umzubringen. Wieso rettest du mich jetzt? Weil du mir vielleicht mehr bringst, wenn du lebst. Ein Geldautomat und meine Kreditkarte würde doch schon reichen. Die überwachen doch deine Konten. Ich bin offiziell tot. Nach mir sucht niemand mehr. Ich habe Tore einfach da liegen gelassen. Wo hast du ihn liegen lassen? Am Hafenbecken. Giselle, hast du es zu verdanken, dass du überhaupt noch am Leben bist? Sie hat mir gesagt, dass sie für immer mit mir zusammen sein will. Was sagst du dazu? Du solltest zu ihr gehen. Sie liebt dich. Ja, noch ein bisschen mehr. Ich lege Nummer 1000 drauf und wir machen einen Total Buyout. Jo, und was ist das? Na, ich kaufe dir alle Rechte an den Fotos ab. Ja, das können wir machen. Die Bilder sind mir egal. Kannst du mir mal sagen, was du hier abziehst? Was fällt dir eigentlich ein, meine SMS zu lesen? Bussi Wotan. Das ist einfach mal wieder so ein Scherz von Sascha. Das ist eine Fotomontage, das bin ich überhaupt nicht. Das ist dein Arsch, ich erkenne ihn. Das ist dein Timo-Tattoo. Niemand hat so ein Tattoo. Du kommst ständig zu spät, verschwindest in der Nacht, jetzt das. Du betrügst mich wieder. Nein. Mit Wotan. Bist du jetzt schwul oder was? Ich glaube, Emilio ist der Einzige, der ihr jetzt überhaupt helfen kann. Papa, hörst du mir? Da. Du hast dich fotografieren lassen. Für so ein Schwulenmagazin, was aber nicht heißt, dass ich schwul bin. Ich kann hier gar nichts mehr. Ich muss Kalle für seine Würstchenbude bezahlen, 30.000 € in Raten. Wotan ist ein Redakteur, mit dem Olli oft zusammenarbeitet, aber Olli ist gerade in Afrika. Dann hat er mich gesehen und kennt andere Fotos von mir. Andere Fotos? Das ist... ganz schön groß. Jetzt weiß ich endlich, was sie an ihm findet. Marlene, das ist nicht witzig. Ich denke mal an Kim. Das Letzte, was sie jetzt brauchen kann, ist ein nackter Mann, der in der ganzen Stadt tapeziert ist. Kim, vertrau mir, ich würde dich niemals wieder betrügen, das weißt du. Und eins verspreche ich dir, diese Fotos sieht keiner, der dieses Magazin nicht kauft. Du hast mich aus dieser brennenden Waldhütte gerettet und ich bin dir dafür wirklich bis an mein Lebensende dankbar. Aber ich würde diese Dankbarkeit jetzt ganz gern langsam mal öffentlich machen. Was ist? Willst du mehr Geld? Mach mich los und ich gebe dir so viel du willst. Aber wir müssen endlich zur Polizei gehen. Ich muss diese Anzeige zurücknehmen. Ansonsten bin ich weiterhin tot und du bist eine Mörderin. Was wird das denn jetzt? 7931. Was? Glaubst du wirklich, ich verlasse mich auf dein Wort? Ich habe deine Karte, ich habe den PIN, ich habe einen gepackten Koffer. Schönes Leben noch. Moment, jetzt warte mal. Hey, selbst mit meiner Karte kannst du nicht unbegrenzt Geld abheben. Du kommst damit nicht weit. Vielleicht hast du ja Glück. Und irgendjemand kommt vorbei und findet dich. Ich meine, das ist unwahrscheinlich, aber wer weiß. Hey, Moment, jetzt warte mal. Du kannst mich doch nicht retten und dann hier verrecken lassen. Hey! Hallo! Kernlos, wie sie lieben. Möchten Sie noch mehr davon, dann kann ich Ihnen gerne noch welche besorgen. Danke, Jessica, das reicht erstmal. Caro, ich weiß, Sie arbeiten gerade an Ihrer neuen Kollektion. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Ach, Giselle, was gibt's denn schon wieder? Entschuldigung, ich möchte Sie wirklich nicht stören. Das tust du bereits. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ohne Sie, ohne Ihre grandiosen Ideen geht hier einfach alles drunter und drüber. Wir brauchen Sie, Caro. Ich brauche Sie. Was ist das für ein Lärm? Stell das ab sofort. Oh, so kann ich doch nicht arbeiten. Das ist der Anschluss von Caro. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piep. Hey Caro, du hast doch heute dieses Vorstellungsgespräch. Also ich bin's übrigens. Und ich wollte dir dafür alles Gute wünschen. Du wirst die Leute von dir begeistern, das weiß ich bestimmt. Rufst du mich gleich danach an, ja? Kuss. Die ganze Zeit total müde. Ich kann eigentlich nur pennen, aber wenn ich schlafe, dann denke ich an Ansgar und... Ich bringe dir nachher einen Tee zur Beruhigung. Biggie hat mir was mitgegeben für dich. Besser als jede Schlaftablette, hat sie gesagt. Oh, okay. Danke. Ihr seid die Besten. Du, ich habe einen Haufen Arbeit, außerhalb frei, oder? Kannst du bei ihr bleiben? Sie wäre gestern Nacht fast vor ein Auto gerannt. Gott, ausgerechnet jetzt muss ich das mit dem zweiten Nachnamen... Ah! Willst du mich eigentlich verarschen? Ich weiß nicht, wovon du redest, Scheiße, verdammt. Kim geht so dreckig. Und du hast nichts Besseres zu tun, als sich in der ganzen Stadt plakatieren zu lassen. Weißt du, wovon redest du zur Hölle? Oh. Hast du wirklich keine Ahnung? Nein, wovon? Du. Nackt und schwul. In der ganzen Stadt. Oh, Vorsicht! Ach, zum Glück warst du das. Jeder andere in diesem Schickimicki-Laden hat mir jetzt den Kopf abgerissen. Was bist denn du denn? Vorstellungsgespräch. Ach, Tore? Schick. Ich brauche mein Zeugnis. Vorstellungsgespräch? Hast du es fertig? Nee. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Nein. Ich dachte, ich muss erst Gewalt anwenden. Das ist... Wow. Danke. Hab nur deine Arbeit bewertet. Na dann. Man sieht sich. Caro, Giselle und ich, wir haben uns verlobt. Ich weiß. Sie hat es mir erzählt. Du hast es selbst gesagt. Sie war immer für mich da und sie liebt mich. Ich weiß. Herzlichen Glückwunsch. War's das? Nein. Ja, dann viel Erfolg bei was auch immer. Was ist denn das für ein Vorstellungsgespräch? Für einen Controller-Job. Du als Controller? Ich dachte, du bist nur auf die Kreativen gegangen. Ja, aber ich habe mich an eine Modeschule in Paris beworben. Und wenn das klappt, dann brauche ich sehr viel Geld. Na, dann wünsche ich dir sehr viel Glück. Wofür ein Schirm? Draußen scheint die Sonne. Werde ich nichts mehr dem Zufall überlassen. Am liebsten hätte ich dich in das Plakat eingewickelt und mit Steinen an Füßen in den Rhein geworfen. Hier, guck. Du bist ja ganz grün. Wotan? Hey, ich bin's, Emilio. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ich hänge in der ganzen Stadt und zwar nackt. Die Bilder werden sofort entfernt und ich verklag dich, ja? In der Familie meiner Frau, da wimmelt es nur vor Anwälten. Die bringen dich und dein ganzes Magazin in den Knast. Sie haben uns neugierig gemacht. Setzen Sie sich. Danke, dass Sie direkt Zeit gefunden haben. Ja, es gibt Neuigkeiten. Anscheinend hat jemand mit der Kreditkarte Ihres Cousins Geld abgehoben. Glauben Sie, dass Frau Berg die Karte an sich genommen hat? Also ich persönlich gehe davon aus, dass jemand die Geldbörse Ihres Cousins gefunden hat und jetzt versucht, sich zu bereichern. Deswegen würde ich Ihnen dringend raten, die Karte sperren zu lassen. Was? Scheiße, das ist viel zu wenig. Okay, besser als nichts. Ja, guten Tag, Hagen von Lahnstein hier. Ich möchte gerne die Kreditkarte meines Cousins Ansgar von Lahnstein sperren lassen. Moment mal. Wenn jemand die Karte gefunden hat, wie ist er dann an die PIN gekommen? Spricht das nicht doch eher für Alexa Berg? Einen Augenblick bitte, ja? Nicht unbedingt. Jemand könnte die Kreditkarte ihres Cousins gestohlen haben, als dieser noch gelebt hat. Das erklärt noch nicht die PIN. Das ist ein häufig praktizierter Trick. Die PIN wird am Geldautomaten ausspioniert und später wird die Karte dann gezielt gestohlen. So, wenn das nächste Mal jemand mit der Karte Geld abheben will, wird sie anhalten. Und wir werden direkt informiert. Bis dahin analysieren wir die Kameraaufzeichnung des Bankautomaten. Ich hab was? Aber... Hallo? Was ist? Was hat er gesagt? Ich hab unterschrieben. Du hast was? Du hast das unterschrieben? Er hat mir mehr Geld geboten, wenn ich ihm alle Rechte abtrete. Och, Emilio, sag mal. Wie blöd kann man denn sein? Ich kann nichts machen. Er darf mich überall zeigen, auf der ganzen Welt. So oft und so lange er will. Jetzt denken alle, ich bin schwul. Und was wird die Presse zu mir und Kim sagen? Die nehmen mich durch die Mangel. Und das, wo sie jetzt gerade eh schon am Durchdrehen ist. Gott, ich hab's verbockt. Ich hab's verbockt. Ich hab's verbockt. Jetzt komm mal runter. Ich hab's verbockt. Jetzt nimm's nicht so. Es ist nicht so gut, wenn die Leute uns so sehen. War ein Spaß. Ich muss hier weg. Ich muss irgendwo hin, wo es keine Plakate und kein Internet und vor allem nicht dieses verdammte Magazin gibt. Und zwar jetzt sofort, heute noch. Ja, hallo. Amaya Petrova, mein Name. Ich würde gerne einen Flug buchen. Von Düsseldorf nach La Paz, Bolivien. Nein, one way. Nein, nein, ich komme persönlich vorbei. Ich nehme an, Barzahlung ist kein Problem. Gut. Ja, danke. Ich habe mich nur für die Zeitung interessiert. Ja, dann haben wir noch nicht durch damit. Ach so. Hier bitte. Das ist aber nicht für die Zeitung. Hey, das war mein Kaffee. Oh. Entschuldigung, das tut mir leid. Entschuldigung, das tut mir leid. Sag mal, geht's noch? Oh, jetzt doch nicht? Super geil. Ich wünsche dir viel Glück, ne? Ihnen auch. Hey, Vorsicht, Pfütze! Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hilfe! Hilfe! Zweimal Kaffee. Bist du krank? Kennst du mich? Na, Emilio. Kimi hat schon recht. Man kann gar nicht sauer auf dich sein. Du hast so eine unfreiwillige Komik. Sag mal, Thomas, ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn die Presse sich auf Kim stürzt? Erst stirbt Ansgar und jetzt... Das kann man doch gar nicht miteinander vergleichen. Auf jeden Fall darf Kim diese Plakate nicht sehen. Aber du hast es doch gehört, wir haben nichts gegen die in der Hand. Die müssen ab. Okay, aber die hängen viel zu hoch, das schaffen wir nicht. Dann knallen wir sie ab. Wie einen wild gewordenen Bassen. Was ist ein wild gewordener Basse? Ein Keiler. Ein männliches Wildschwein, ohne Rotte. Die schießt man bevorzugt. Was, du willst mich erschießen? Nein, mit Farbe. Die machen dein Gesicht unkenntlich. Diese Person kennt seine PIN. Ich habe diesmal nichts damit zu tun. Das hätte mich auch sehr gewundert. Glaubst du, dass er... Tanja, dieses Feuer kann niemand überlebt haben, okay? Außerdem geht Helmke davon aus, dass Alexa sich mittlerweile im Ausland befindet. Möglicherweise am Trickbetrüger die Karte benutzt. Wie sollen sie denn an die Papiere gekommen sein? Sie sind mit Ansgar verbrannt. Vielleicht schon vor seinem Tod, was weiß ich. Helmke will sich jetzt auf jeden Fall um die Aufnahmen aus der Kamera des Geldautomaten kümmern. Danach wissen wir vielleicht mehr. Tja, dann ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, um Hannes die Wahrheit zu sagen. Hey. Wenn uns jemand sieht, Sebastian. Oh, ich habe keine Lust mehr auf dieses Versteckspiel. Ich hab sie gesehen. Was? Nein, sie haben gar nichts gesehen. Sebastian hat nur... Was hält Ihnen eigentlich an, hier so reinzuplatzen? Wie sehen Sie überhaupt aus? Ich war gerade joggen und da habe ich sie gesehen. Gehen Sie nach Hause und ziehen sich um. Können Sie mich vielleicht mal ausreden lassen? Ich habe Alexa Berg gesehen. Sie ist in der Stadt. Wie ist es gelaufen? Ich habe den Job. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dann kann ich meine Trostschokolade ja selber essen. Die nehme ich trotzdem. Wieso? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Job? Naja, ich hatte mir eigentlich mehr Geld erhofft. Oh. Naja, ist ja nur für ein paar Monate. Eben. Ich muss in der Zeit, bis die Modeschule in Paris losgeht, möglichst viel Geld verdienen. Ja. Also vorausgesetzt, das klappt überhaupt. Ja, natürlich klappt das. Ja, aber der Job geht erst in 2 Wochen los. Dann hast du eben länger Zeit, dich auf die Modeschule vorzubereiten. Aber mein Plan war es, das neben der Arbeit zu machen, weil ich das Geld brauche. Ja, läuft eben nicht immer alles nach Plan. Ja, wem sagst du das? Du machst das super, ich bin stolz auf dich. Vor allem bin ich froh, dass ich das Kapitel LCL endlich abschließen kann. Ja, ist wahrscheinlich besser, dass du Tore und Giselle nicht mehr jeden Tag sehen musst. Es sei denn, du willst dir und Tore doch noch eine Chance geben. Wieso denn? Er ist mit Giselle verlobt. Ja? Weil du dich zurückgezogen hast? Nein, weil er sie liebt. Und sie liebt ihn. Ich habe mir lange genug was vorgemacht. Damit ist jetzt Schluss. Ich schaue jetzt nur noch nach vorne. Ich habe die Waffe den ganzen Tag gemietet. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch den Plakaten folgen. Okay. Was ist mit Kim? Biggies Tee wirkt Wunder. Sie schläft tief und fest. Okay, dann lass uns keine Zeit verlieren. Okay. Nee, das geht doch nicht. Das können wir meinen, du hättest in die Hose geschissen. Bevor du noch mehr Munition verballerst, lass mal den Profi ran. Wow, also in deinem Wald möchte ich kein Wildschwein sein. Gute Arbeit. Jetzt gucken Sie mal die Vandalen an. So eine Sauerei. Was? Ja, ab zum nächsten. Okay. Komm, ich will es nur noch probieren. Okay, Jesse, Konzentration. Du warst joggen. Ja. Wie immer. Immer morgens. Normalerweise ein bisschen früher, aber diese Nacht hatte Maxi Durchfall und deswegen ging es ganz schön zur Sache. Ich habe ihn auch schon untersuchen lassen, aber eigentlich... Jessica! Jedenfalls war es die übliche Tour. Immer durch das Industriegebiet. 5 Kilometer. Normalerweise sind es 10, aber diese... Wo genau hast du die betreffende Person gesehen? Das war da auf den Gleisen. Das ist der Weg, der zur Herzogstraße führt. Und was hat sie angehabt? Hose, Kapuzenpulli, Weste, und so eine komische, hässliche Käppi. Alexa Berg im Kapuzenpulli und mit einer Käppi? Ja, ist gar nicht so ihr Stil, ne? Nein. Und du bist dir wirklich absolut sicher, dass es Alexa Berg war? Hallo, die Frau hat mich wochenlang rumschikaniert. Ich bin mir absolut sicher, ja. Außerdem hat sie mich ja auch erkannt. Und die war ganz schön schockiert. Also Jessicas Aussage deckt sich absolut mit dem, was wir wissen. In der Nähe der Herzogstraße steht der Geldautomat, an dem mit der Kreditkarte ihres Cousins zweimal Geld abgehoben worden ist. Zweimal? Das zweite Mal war kurz bevor ihr Bruder die Karte hat sperren lassen. Und die betreffende Person trug einen Kapuzenpulli und eine schwarze Baseballkappe. Hm. Das bedeutet... Dieses Flittchen ist immer noch in Düsseldorf. Eigentlich kann es nur einen Grund für ihr Verhalten geben. Sie ist pleite und benutzt die Kreditkarte, um an Geld für ihre Flucht zu kommen. Und durch das tägliche Limit braucht das seine Zeit. Aber wir mussten die Karte ja unbedingt sperren lassen. Ich würde Sie bitten, die Sperrung wieder aufzuheben. Denn sie wird mehr Geld brauchen. Sicher, sie wird es nicht nochmal an dem gleichen Automaten versuchen, weil sie weiß, dass sie erkannt wurde. Aber wir sind ihr einen Schritt voraus. Sind wir das, Kommissar Helmke? Ja, weil nämlich sämtliche Bankautomaten ein Alarmsignal abgeben, wenn mit der betreffenden Kreditkarte Geld abgehoben wird. Wir ziehen den Kreis um Frau Berg immer enger. Wenn es nicht schon längst zu spät ist. Herr von Lahnstein, die Frau hat Stress. Und wer Stress hat, der macht früher oder später einen Fehler. Asthma. Alexa Berg hat Asthma. Immer wenn sie sich aufregt, dann fängt sie an zu röcheln. Sehr gut, Jessie. Fahndungsbilder an sämtliche Apotheken. Sicher, dass wir alle Plakate? Psst, psst. Ich will nicht, dass Kim aufwacht. Ob du sicher bist, dass wir alle Plakate erwischt haben? Ja, absolut. Bis sie die erneut haben, geht eine Woche ins Land und dann feuern wir sie wieder ab. Du meinst, ich feuer ab? Deine Schießkünste lassen reichlich zu wünschen übrig, mein Junge. Warum habe ich schon mal gesagt, dass du der geilste Schwiegervater aller Zeiten bist? Ja, ist gut. Hör mal auf zu schleimen. Hol lieber 2 Bier aus dem Kühlschrank. Nein. Was ist das denn jetzt? Scheiße. Kommst du, Helmke? Was machen Sie denn hier? Ach, ich war gerade in der Gegend und dachte, ich gucke mal vorbei. Ja. Okay, wenn ich reinkomme. Gerne. Wollen Sie auch ein Bier? Danke, ich muss gleich mal los. Und? Wie geht's, Kim? Ach, gut. Was gibt's Neues in Sachen Alexa Berg? Ach, noch nichts Spruchreifes. Aber ich bin da gerade noch an so einer anderen Sache dran. Ich darf ja nicht über laufende Ermittlungen reden, aber das ist jetzt wirklich der Hammer. Ach, ja, ja. Ich meine, wir leben doch heute in einer multikulturellen, offenen Gesellschaft, oder? Ja. Und? Homophober Vandalismus. Sämtliche Plakate eines schwulen Magazins wurden beschädigt. Tatsache? Ja. Ja, das Magazin hat auch schon Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Jungs dran kriegen. Es gibt nämlich ein Zeug. Ach. Hey. Du meintest, du hast schon ein paar Ideen für die neue Kampagne? Irgendwo muss mein Telefon sein. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Das bringt mir hier nichts durcheinander, ja? Würde ich niemals tun. Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit in den ihr gestellten Aufgabenbereich eingearbeitet. Sie war äußerst zuverlässig, bla bla bla. War sie eine Inspiration für alle Mitarbeiter und eine Bereicherung für die ganze Firma. Oh, welchen Überflieger haben wir denn da entlassen? Frau Schulz verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch. Wir danken Frau Schulz für die stets hervorragende Zusammenarbeit und bedauern es zutiefst, sie als Mitarbeiterin zu verlieren. Also ich vermisse ja jetzt schon ihre verrückten Ideen, ihr Brille gerade rücken, dass sie immer alles wörtlich nimmt und keine Ironie versteht. Hier, wenn du nicht schlau draus wirst, sag mir Bescheid. Machst du das jetzt erstmal? Ja, ich denke schon. Interessant hat gesehen, wie zwei Typen davor standen. Der eine hat gerade noch versucht, das Paintballgewehr hinter seinem Rücken zu verstecken und dann, und jetzt kommt's, hat er den Passanten auch noch auf die Sachbeschädigung hingewiesen. Ich meine, wie bescheuert kann man sein? Total dilettantisch. Zwei blutige Anfänger. Aber das Gute ist, so kriegen wir die Jungs wenigstens. Und wie, wenn man fragen darf, oder? Ist das auch geheim? Ganz einfach. Wir überwachen die Plakate und wenn sie auftauchen, es sei denn, sie gestehen ihre Tat. Hm. Es sei denn, sie gestehen ihre Tat vorher. Okay, Jungs, der Zeuge hat ausgesagt, dass es zwei waren. Der eine mittelalt, so Ende 40, Anfang 50. Der andere wesentlich jünger, dunkelhaarig. Südländischer Typ, gut aussehend, hat hier so ein kleines süßes Grübchen am Kinn. Leuten alles so auffällt, ja? Jungs, ich gebe euch eine einmalige Chance. Was haben wir denn damit zu tun? Darf ich mal? Oh. Hab ich hier noch nie gesehen. Einen neuen Job. Danke, aber eigentlich trinke ich nachmittags nicht. Ich auch nicht. Wann geht's los? In 2 Wochen. Ich kann es kaum erwarten. Mhm. Deswegen surfst du die ganze Zeit auf der Seite von LCL rum. Gibst zu, du vermisst uns. Ich habe nur festgestellt, dass sie wieder einen neuen Controller suchen. Kein Wunder, ne? Wenn sie immer alle vergraulen. Ich gebe einer 23-Jährigen doch nicht die Kontrolle über die Finanzen meiner Firma. Was mit dem hier? Der sieht doch ganz vielversprechend aus. Langjährige Berufserfahrung. Der ist viel zu korrekt. Mit dem kriegen sie nicht mal einen ihrer Shows gestimmt. Ich fürchte, so jemand finden wir sowieso nicht. bräuchten jemanden, der sich in unsere Materie reindenken kann. Der oder die geschickt die Komponenten hin und her schiebt, mit den Ideen spielt, bis es ein Gesamtbild ergibt. Schreiben Sie das doch mal ins Anforderungsprofil. Mal ganz ehrlich, Hellström, eigentlich lief es doch gut mit der Schulz, oder? Ja, die hat ja nur leider ihre kreative Ader entdeckt, aber davor lief es, ehrlich gesagt, ziemlich perfekt mit ihr. Ja. Stimmt es, was man sich über sie erzählt? Sie hat es geschafft, Panther und Domteure in die Finanzierung einzuarbeiten. Sie hätte die ganze Show gestemmt, ganz allein. So eine durchgeknallte Irre finden wir nie wieder. Ja, das fürchte ich auch. Sie suchen jemand ab sofort und die Bezahlung ist... Ach du liebes Lieschen. Dann bewirb dich doch. Keiner kennt den Laden so gut wie du. Tores wirre Konzepte finanzieren, dass er dann eine Woche vorher wieder alles umschmeißt? Nee, danke. Das tue ich mir kein zweites Mal an. Also ich hatte das Gefühl, dass ihr nur sehr viel Spaß hattet. Hatten wir auch. Manchmal. Seltener. Und jetzt ist er ja auch Familie. Wenn man mit einer Schwester verlobt ist. Genau. Das ist auch ein Grund, der dagegen spricht. Verstehe. Du willst also berufliches und privates trennen. Genau. Aber trotzdem, wenn die so gut zahlen und das nicht für ewig ist, ich würde mich freuen, wenn du zurückkommst. Also gut, das Gewehr habe ich ausgeliehen. Ja, um Kim aufzumuntern. Nichts hilft so gut gegen Trauer, als ein bisschen rumzuballern. Aber Sie als Cop dürften das ja wissen. Und jetzt was zur Hölle haben wir für einen Grund, auf irgendwelche Plakate zu ballern? Also ich habe nichts gegen Schwule. Seit Marlene mit einer Frau zusammen ist, also... Hält sie mich eigentlich für total bescheuert? Ich habe das schon auf dem Präsidium gesehen, dass du das auf dem Bild bist. Ich habe keine Ahnung, warum du die erst machst und dich dann dafür schämst. Das ist auch deine Sache. Aber der Fall liegt ja wohl klar auf der Hand. Emilio, Kommissar Helmke gibt uns hier die Gelegenheit, die ganze Sache zu gestehen. Gut kombiniert. Sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Hey, mal ein bisschen leiser. Meine Frau schläft nebenan. Und ich bin auch ein bisschen müde, um ehrlich zu sein. Bin ich eigentlich nur von Kriminellen umgeben, oder was? Also die Tat muss uns erst mal beweisen. Kommissar Helmke versteht seinen Beruf. Außerdem stehe ich zu meiner Tat. Ich nicht. Ich werde euch anzeigen. Komm schon. Ja, und es könnte leider teuer werden. Ja, aber teuer geht nicht. Nochmal riskiere ich nicht meinen Job. Das würden wir auch nie von Ihnen erwarten. Doch, genau das erwarte ich von Ihnen. Meine Kollegen melden sich bei euch. Ach, und noch was, Emilio. Ich bin kein Cop, ich bin ein Bulle. Scheiße. Wie war dein Tag? Lass mich raten, die Karte wurde gesperrt. Na, dann sind wir jetzt wohl pleite, was? Das tut mir aber wirklich... Halt die Klappe! Sie hat mich gesehen. Diese dämliche Schlampe hat mich gesehen. Caro, machst du denn schon wieder hier? Stimmt irgendwas mit deinem Zeugnis nicht? Nein, das ist ausgezeichnet. So gut, dass ich mich als Controllerin bei LCL bewerben will. Ja, ich brauche Geld. Das Leben ist teuer. Aber wenn du einen Job brauchst, was ist dann mit deinem Alten als Designassistentin? Den habe ich gekündigt und dabei bleibt es auch. Warum? Ich brauche eine Auszeit von der Mode. Du meinst von mir? Aber wenn du wieder als Controllerin hier anfängst, wirst du auch wieder mit mir zusammenarbeiten müssen. Versteh mich nicht falsch, ich finde es ja ganz lustig. Ich denke, solange wir nur über Zahlen sprechen, ist das kein Problem. Aber es geht nicht nur um Zahlen, das weißt du selbst. Es geht auch um Ideen. Und weil du dich darin so gut auskennst, warst du auch so gut in deinem Job. Vielleicht hast du recht, das war keine gute Idee. Doch, eine sehr gute sogar. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich gehe lieber. Au, da bist du ja. Frau von Lahnstein wartet schon auf dich. Du kannst gleich durchgehen. Was ich dir noch sagen wollte, ist, du glaubst nicht, wen ich gesehen habe. Jessica, kannst du Tanja bitte sagen, dass ich mir es doch anders überlegt habe? Auf gar keinen Fall. Wie bitte? Ich habe dich gerade telefonisch angekündigt und Tanja wartet schon. Ja, aber ich... Und du weißt, dass man Tanja von Lahnstein nicht warten lässt, hm? Danke, du musst mich nicht begleiten. Doch. Ich werde bei dem Gespräch dabei sein. Wieso? Was hast du denn damit zu tun? Ich bin Tanjas persönlicher Berater in Sachen Controlling. Was willst du mir denn so dringend zeigen? Ich habe so schön geschlafen. Der Tee von Biggie war übrigens der Hammer. Ich will gar nicht wissen, was du für Hexenkräuter reingemacht hast. Sorry, aber das lässt sich leider nicht aufschieben. Wirklich, ich habe versucht, dir den Moment zu ersparen, aber... Du kannst sogar Thomas fragen, aber... Was hat mein Vater damit zu tun? Das ist ja dein Arsch. Schon wieder. Ich habe Wotan alle Rechte verkauft, damit er mehr blecht. Ich wusste nicht, was sie mit dem Teil machen. Ich dachte, es bleibt in der schwulen Szene. Und dann habt ihr das... Abgeschossen mit einem Paintballgewehr. Mein Vater mit einem Paintballgewehr. Wir haben die ganze Stadt abgesucht, Kim, es tut mir leid. Frank hat uns erwischt, wir kriegen eine Anzeige und die ganze Welt wird erfahren, dass ein Ehemann schwul ist, also angeblich. Ey, wie geil ist das denn? Ey, ohne Scheiß jetzt, mein Vater und... Warum hast du mich nicht geweckt? Weißt du, wie verdammt teuer das ist? Scheiße, ich... Wotan? Ihr habt schon mit der Polizei gesprochen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das... Bitte? Okay. Ja, ja. Alles klar, gut, dann... dann danke ich dir und wünsche... Ja, dir auch noch einen schönen Tag. Gut. Tschüss. Was ist? Die haben die Webseite von dem Magazin gestürmt, weil alle wissen wollten, wer auf dem Plakat ist. Die dachten, das ist eine Marketingaktion, das Outing von irgendeinem Prominenten. Jeder wollte wissen, wem dieser süße Arsch gehört. Also es hat Wotan so gesagt. Das heißt... Keine Anzeige und die Plakate bleiben genauso hängen. Aha, und die Fotos werden auf dieser Website veröffentlicht. Kannst du damit leben? Mit einem schwulen Ehemann? Naja, ich hatte ja schon immer bei Timo und dir so den Verdacht. Das ist nicht witzig. Doch, ist es. Ich liebe dich. Auch wenn du schwul bist. Ja. Es freut mich, dass Sie bereit sind, zu uns zurückzukehren. Hellström hat in den höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Hat er das? Ich musste nicht mehr lügen. Gut, Sie können direkt anfangen, weil eine Einarbeitungszeit können wir uns ersparen. Ja, es ist nur so, dass ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich zurückkommen will. Mhm. Sie sind sich nicht sicher? Nein, ich habe noch ein anderes Angebot. Mhm. Verstehe. Du kneifst. Nein, ich kneife nicht. Ich sage ja nur, es... Hängt von ein paar Faktoren ab. Nämlich? Ich will den Posten der abteilungsübergreifenden Chefcontrollerin. Ich will das Dreifache meines alten Gehalts. Ich will mein eigenes Büro mit Namensschild. Und täglich frische grüne Trauben. Es gibt Leute, die sagen, dass ich ganz gut bin im Vertuschen und Zurechtbiegen von Sachen. Vielleicht kann ich dir helfen. Niemand kann mir helfen. Diese dämliche Bitch Jessica hat mich gesehen. Was, Jessica? Dann weiß es inzwischen ganz Düsseldorf. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Kreditkarte inzwischen freigegeben haben, aber beim nächsten Versuch, sie einzusetzen, schnappt die Falle zu. Hey, jetzt beruhig dich erst mal. Dieser Stress ist nicht gut für dein Asthma. Ich will nicht, dass du mir auch noch umfällst. Ist hier weg. Ja, dann lass mich doch einfach frei. Das wird ziemlich bescheuert. Das wäre überhaupt nicht bescheuert. Jetzt überleg doch mal. Ich lebe, solange ich lebe, können sie dich höchstens wegen Entführung dran kriegen. Und nicht wegen Mord. Wenn du mich gehen lässt, sorge ich dafür, dass alle Anschuldigungen fallen gelassen werden. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Ich habe genügend Geld. Vorerst. Scheiße, was würde Papa machen? Der macht gar nichts mehr. Jetzt denk doch mal ein bisschen logisch. Du kommst nicht mal bis zum Flughafen. Das werden wir ja sehen. Schnell genug bin, dann kann ich es schaffen. Okay, aber du musst mich doch deswegen hier nicht einschließen. Ich bin ohnehin gefesselt. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Hey, warte. Lass mich gehen. Wieso? Deine Familie steht doch auf Gruft. Das hier ist genau die Gruft, die dir zusteht. Schön Totlauch. Alexa? Alexa! Alexa! Dann verbinden Sie mich mit Zuba Schmüter aus der Buchhaltung. Was war das denn jetzt? Ja, wenn es geht, heute noch. Was meinst du? Dir ist schon klar, dass du gerade völlig utopische Forderungen gestellt hast, noch sehr merkwürdige dazu. Wenn du den Job nicht haben willst, warum sagst du es dann nicht einfach? Weil es einen schlechten Eindruck machen will. Im Gegensatz zu täglich frischen, grünen Trauben. Zuba Schmüter, haben Sie mitzugehört? Frau von Lahnstein, wenn die Stelle nicht gibt, dann muss ich mir wenigstens nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hatte. Ja. Ja, okay. Für jemanden, der so rational ist wie du, ist das eine sehr schräge Logik. Ja, Frau Schulz. Geht in Ordnung. Sie kriegen den Chef-Controller-Posten. Sie kriegen auch Ihre grünen Träubchen. Über das Gehalt werden wir noch mal reden. Eine Verdopplung reicht für den Anfang. Legen Sie sofort los.